1996 waren sie Weltmeister bei den Amateuren, wie wir hörten, wechselten danach zu den Profis und waren auf Anhieb im Finale zu finden. Eine Seltenheit. Die beiden Italiener zeigen Ihnen nun ihre Version des langsamen Walzers. Wunderschöne Interpretation des langsamen Walzers. Das kleine Handicap der Italiener, ihre Körpergröße entspricht nicht dem Gardemaß eines Standardpaares, gereicht ihnen auch zum Vorteil, um im Reigen der Großen aufzufallen. Außergewöhnlich auch ihr Outfit, für Standard sehr schlicht, aber wirkungsvoller als die üblichen Tüllmassen.
exzellente Mischung zwischen modernem Tango und Tango Argentina. Massimo Giorgiani und Alessia Manfredini gehören zur Weltklasse im Standardtanzen, was nicht nur die perfekte Körperbeherrschung, sondern auch die Fähigkeit betrifft, Musik einfühlsam zu vertanzen. Und nun der schnellste Standardtanz, der Quickstep. Das hatte nicht mehr viel gemein mit dem Quickstep, wie man ihn in der Tanzschule lernte. Vielmehr war es ein Stück Tanzkunst.